Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von GTA 3. So, heute machen wir erst in die Mission hier mit dem Krankenwagen, Ambulance. Und zwar, ja, wenn ich sehe die Mission. So, was muss ich denn drücken? Numbers oder Caps Lock, okay. Fahre die Patenten, Level 1 ist ja noch easy. Und ja, ich mache das jetzt ganz am Anfang hier, gleich am Anfang, weil solange hier noch nicht so viel los ist, also solange es hier ziemlich ruhig ist, baue ich Unfall und so, ne? Ja, was ich hier sehr bald ändern will, kann ich ja schon mal sagen, noch ist alles friedlich, aber bald kann es schon passieren, dass auf den Claude geschossen wird hier in sämtlichen Vierteln. So, was ich hier auch darauf achten muss, ist, keine Unfälle zu bauen, weil im Gegensatz zu Vice City und San Andreas werden einem hier Sekunden abgezogen, wenn man irgendwo gegenfährt. Das muss ja wirklich nicht sein. Okay, ja, toll. Die paar Sekunden habe ich jetzt hier Zeit, um zwei Leute einzusammeln. Also, es ist wirklich nicht leicht. Sammle ich erstmal das ein. Und ja, es ist hier quasi unmöglich, wenn man auf die zweite Insel gelangt ist. Es ist auf dieser Insel, Portland, quasi unmöglich, die Zentralität der Mission erfolgreich zu absolvieren. Und nämlich da einige Leute, die sauer auf Claude sind, auf ihn schießen. Und das war, und das mit Schrotflinten, und das wollen wir ja wirklich nicht. Na, komm, bitte, Idiot. Steh auf. Oh Mann, es ist knapp 19 Sekunden plus. Ich muss jetzt hier komplett drumherum fahren. Meine Fresse. Holla, die Waldfee. Nein, 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 nein. Bleib doch ganz. Okay. Nur wenn ich an Autos knalle, wird mir hoffentlich Zeit abgezogen. Hier ist wohl noch nicht. Wenn ich an Häuser knalle, wohl nicht. Okay. So, da steht das Polizeiauto, mit dem ich herkomme. Steig doch aus, Mann. Gibt doch wohl nicht. Level 3. Das ist echt eine knifflige Sache hier. Also die planetäre Mission ist. Hasse sie hier in GTA 3, weil sie einfach viel zu schwer sind. Bin mal gespannt, ob ich das hier auf Anhieb hinkriege oder ob ich irgendwo faile. Also ich denke mal, wenn ich faile, dann schnippel ich da was zusammen. Geht ja so nett hier. So. Umdrehen. Ja, knall gleich mal gegen irgendwas dran. Ja, warum auch nicht. Ist das jetzt hier Level 3? Oder war das, meines wäre es Level 3, also ich muss drei Leute zum Krankenhaus bringen. Die ersten Level sind noch ganz easy. Meine Fresse, wo ist der denn? Alter Verwalter. Gibt's ja wohl nicht. Hier mal durch die Baustelle fahren und... Alter! Gibt's ja nicht. Der ist ja ewig weg. Ewig weit. Na, ich fahre jetzt trotzdem hier lang. Das war da oben, aber hier kann ich abkürzen. Holla, die Waldfee. Gut. Komm, steig ein. Ich bleib mal stehen. So. Das dürfte ja genügen. Gut, 32 Sekunden plus. Ich fahre hier lang. Meine Fresse. So, einer noch und dann zum Krankenhaus zurück. Zum Hospital. Hospital. So, hier ist ja die Straße ohne Baustelle. Ich weiß gar nicht, gibt es diese Baustelle eigentlich auch in Dings? Nein, nicht umfallen, danke. In Dings, in Liberty City Stories.
ich weiß nicht. Ich glaube, da gibt es eine andere Baustelle. Aber es gibt hier ja auch noch andere Baustellen. Also es gibt hier mehrere Baustellen und... Aber ich glaube, in Liberty City Stories gibt es nicht die gleichen Baustellen. Gut, es ist ja ein paar Jahre vorher. Na, aussteigen. Gut. Das war Level 3. Das heißt, jetzt müssen wir 4 Leute einladen. Und es wird natürlich nicht einfacher. Überhaupt nicht. So, hier muss ich aufpassen. Ein bisschen. Ja, ich knall natürlich gleich üben und drüben dagegen. Komm, wo zum Geier? Ah, hier. Der Weg ist schon. Ja, und da muss da mal einer so vorbeifahren. Der hätte mir beinahe noch den Typ überfahren. Das gibt's ja nicht. Ah, hier könnte ich mich pausenlos aufregen. Das ist. Wenn da sowas passiert, aber solche Sachen sind ja auch schon in, passierten halt auch in Vice City und San Andreas. Da ist das auch gar nicht mal passiert, dass irgendjemand so eine... Gut, ich glaube, es ist mir in der Aufnahme nicht passiert, aber beim, So-Spielen ist mir das auf jeden Fall schon passiert. Vorher, das, jetzt fahre ich da noch vorbei, klar. Ja, dass da einfach irgendwelche Leute, ja, irgendwelche Idioten... kommen sind und haben wir die Patienten überfahren. Das war so bitter. Ja, da sind Triaden. In San Andreas waren wir noch Verbündete mit Triaden. Diesmal nicht. Also mit denen legen wir uns noch an und das nehmen die uns übel. Also wir werden zwar beauftragt, uns mit denen anzulegen, aber sie nehmen uns trotzdem übel. So, ich glaube, ich war jetzt hier hoch. Gut, Level 4. Nein, 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 nicht den Patienten überfahren. Was halt auch erschwerend hinzukommt, ist, dass die Patienten gerne mal ja auf den Krankenwagen zugelaufen kommen, sobald er da ist. Ich finde es teilweise nervig. Ja, machen wir lieber außenrum so, wir haben noch genügend Zeit. Ich glaube aber, die Zeit können wir, glaube ich, nicht ins nächste Level mitnehmen. Dann fangen wir wieder von Null an. Ne, oder? Ja. Auf jeden Fall. So, dann holen wir uns erstmal die 3. Ich glaube, ich fahre jetzt mal da lang. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, noch schießen die Triaden nicht auf uns. Also auf den Claude. Sondern nur auf, keine Ahnung, auf andere Leute. Mafia oder keine Ahnung. Ja. Okay, ich werde jetzt ja auch mal gucken. Ich habe die Sirene ja bisher nicht eingeschaltet. Keine Ahnung, ich glaube, ich lasse sie jetzt auch aus. Bisher habe ich sie nicht wirklich brauchen können. So, komm her. Oh, daneben ist mein Haus, oder? Nee. Nee, das ist noch nicht. Das ist was anderes hier. Das ist diese Siedlung-Dingens da. Okay. Na doch. Ich fahre nicht da lang, sondern da. Ach, komm halt mal. Du hast nichts zu melden. Meine Fresse, ich muss aufpassen, dass ich dieses Fahrzeug nicht auf die Seite lege oder überschlagen lasse. Ich darf nicht zu schnell machen, nicht zu langsam. So. So, der müsste drin sein. Okay, da rechts hoch, links hoch, ja. Aber wenn ich es mal zwischendurch rechts und links verwechsle, kann passieren. Also ich verwechsle es natürlich nicht, ich sag nur einfach das falsche Wort. Ich glaube, ich drehe gerade um. Fahr da runter, so. Ah, komm, scheiße, scheiß drauf. Ich fahr jetzt hier durch die Baustelle. Ach ja, die Dinge muss ich natürlich erwischen hier. Ich glaube, dieses Haus daneben ist in Liberty City Stories auch noch ganz. Ich weiß nicht, ich habe es mal, ich habe das Spiel selbst nicht. Ich habe das mal gezockt. Ich habe ja selber keine PlayStation. Aber mein Bruder hat eine und er hat auch das Spiel, weil eben habe ich es mal gezockt. Einer angezockt. Ich glaube, ich habe es zur Hälfte, glaube ich. Zur 3/4 durchgezockt.
mal und ich glaube, da war auf jeden Fall war da noch ein anderes Haus, das man zerstört hat, auch hier auf dieser Insel. Und könnte es sein, dass dieses Haus, wo jetzt hier diese Baustelle ist, was da in der Tat einst, da spielt man glaube ich den Tony Cipriani. Und ich glaube, der wohnt in diesem Haus, wo da jetzt kaputt ist und die Baustelle in der Straße ist. Ich glaube, da ist einer der Unterkünfte von Tony Cipriani. Oder Cipriani, heißt er nicht? Ich glaube, der heißt sogar nicht Cipriani, sondern Cipriani. Spricht man das aus? Tony Cipriani oder wie auch immer. Werden wir vielleicht noch. Oder haben wir? Nee, doch, für ihn müssen wir, glaube ich, auch noch Missionen machen. So, was war das jetzt für ein Level 5, glaube ich? Ja, jetzt kommt Level 6. Das heißt, 6 Patienten, ich sehe aber nur 3, 5, ja, jetzt sehe ich sie alle gut. Dann jetzt erstmal, oh nein. Natürlich gleich mal wieder verfahren. Genau, ich glaube hier an der Stelle, hier im Park, da, genau hier, da steht ein Haus. Diese Stelle, wo diese Brücke ist, da links. Da steht ein Haus, was man kaputt machen muss. Okay, komm, steig ein. Bin da. Und wo ist denn jetzt? Der dritte. Da war da noch mehr. Das ist wieder mehr nicht zu sehen, okay. Dann fahren wir mal in Richtung der drei, die noch zu sehen sind. Muss ja wohl irgendwo sein. Was macht eigentlich so das Fahrzeug? Nicht umfahren, den Patienten. So, dann muss er irgendwo. Ah ja, da tauchen jetzt langsam 4 auf. Nein! Ah, ich werde die Sirene nicht einschalten, habe ich keine Lust drauf. So, ein bisschen Handbremse nutzen und los geht's, weiter geht's. Ah, es ist schön, durch Chinatown fahren zu können, ohne dass einem da die Triaden. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt diesen Patienten voll übersehen, ne? Vor lauter Triaden. Komm. Steige ein. Es hat natürlich jetzt Zeit gekostet, aber ich glaube, es dürfte noch gut Zeit übrig bleiben, übrig sein. So, aufsteigen, ihr Leute. Ach, bleibt doch stehen, scheiß Krankenwagen. 28 Sekunden dazugekommen, ja. Oh, ich habe über 1 Minute jetzt. Das dürfte locker reichen, um hier die Patienten da hinten aufzusammeln. Die hocken auch alle beieinander. Das ist doch super. Die stehen sich ja quasi gegenseitig auf den Füßen hier. Aber das wird nicht immer so sein. So, produzieren wir noch ein paar Patienten, die wir nachher abhören können, wa? Komm, steig ein, du Sau. Jetzt habe ich schon wieder Sau gesagt. Komm, meine Gute. Mein Mädel. Mein Mart. Steig ein und du natürlich auch. Ich nehme natürlich alle mit, egal wie sie heißen, egal wie sie aussehen. Darf da hier keine Unterschiede machen. Also wäre das assi, ja, Unterschiede zu machen. Und wir sind ja nicht assi, also. So, da ist das Polizeirevier. Ist ja auch, find ich auch lustig irgendwie, dass hier Polizeirevier und ja, Krankenhaus direkt nebeneinander liegen. Und Mission Level 7. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles noch machen soll. Ja doch, ich glaube, einer oder zwei Level mache ich noch. Auf jeden Fall muss ich jetzt schon 3-mal fahren. Na gut, das Level mache ich auf jeden Fall noch. Und ich glaube, dann mache ich ein bisschen offscreen weiter, weil dann wird das die Aufnahme doch ein bisschen lang. Obwohl, könnte natürlich noch ein bisschen machen. Ja doch, ich denke, offscreen weitermachen dürfte gut sein. Ein bisschen mache ich jetzt noch.
Und dann schalten wir auf jeden Fall. Du bleibst mal da stehen, du. Blödmann, du. Was sieht nicht, dass da ein Krankenwagen ist? Vielleicht sollte ich doch die Sirene einschalten. Ich weiß es nicht. Da ist noch ein Patient. Ich glaube, den hole ich mir gerade noch. Bevor ich zum Krankenhaus zurückkomme. Dann haben wir, glaube ich, den Krankenwagen auch voll. So, sorry, tut mir leid. So, bist du bald drin? Oh ne. Oh ne. Keine Polizei jetzt hier. Kann ich echt nicht gebrauchen. Ich habe hier Patienten zu retten. Dabei darf ich nicht verhaftet werden. So, komm, aussteigen. Ja, ja, von wegen. Hört auf, nach mir zu suchen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht unnötigerweise Leute umfahre. Aber ich bringe sie nicht so oft noch vor die Räder oder so. So, Sternchen, verschwinde. Ich mache hier ja eh. Pass hier eh auf jetzt. Ups, da. Na, natürlich. Scheiß Laterne muss natürlich stehen bleiben am ersten Rammer. So, wo ist der? Ah, es ist eine Sie. Komm, steig ein. Da ist er. Ich muss aufpassen, dass ich nicht verhaftet werde oder so. Ich glaube, ich drehe mal kurz um. Nein! Ja. Gut. Das hat natürlich den Stern bestätigt. Gucken, ob ich irgendwo mal Zeit finde, durch den Schmiergeldstern zu fahren. Wir sind hier, glaube ich, auch nicht so dick gesät. Na, was ist denn das für eine Witzfigur? Steig ein. Und da vorne ist der nächste. Die stehen sich natürlich wieder auf den Füßen hier fast. Komm, steig ein. Komm, beeil dich. Will hier nicht noch verhaftet werden von so einem Streifenbullen, der sonst nichts zu tun hat, außer unbescholtene Bürger zu verhaften. Ja, wobei wir wirklich so unbescholten sind. Ich weiß es nicht. Hörla, die Waldfee. Komm, aussteigen. Meine Güte. Jetzt bald. Das ist übrigens das erste Mal, dass ich hier die... Gut, ich habe sie schon öfter hier versucht, aber wenn ich sie jetzt hier schaffe, die Bürgermission, ist das das erste Mal, dass ich die Bürgermission... habe ich gerade Bürgermission gesagt? Nein, die Sanitätermission, meine ich natürlich. Erste Mal, dass ich sie hier auf Portland auch schaffe. Weil ich habe GTA 3 ja schon mal zu 100% durchgehabt. Und damals habe ich die Sanitätermission auf Staunton Island gemacht. Weil ich hier einfach andauernd irgendwo gegengefahren bin und meinen Krankenwagen zu Schrott gefahren habe. Na, du Taxi. Vielleicht sollte ich wirklich die Sirene mal einschalten. Vielleicht könnte es wirklich sehr nützlich sein. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viele Level ich noch mache hier in der Aufnahme. Ich sollte wirklich mal einen Schnitt bald wagen. Ich glaube, kann ruhig eine längere Aufnahme werden. Ich schätze mal, bei 20 Minuten werde ich mal einen Schnitt machen. Und dann mal gucken. Ich schätze mal, dass ich bis zur 20-Minuten-Grenze nicht mehr schaffe, dieses Level hier fertig zu kriegen. Auf jeden Fall werde ich das Level jetzt noch fertig machen, bevor ich einen Schnitt einbaue. Na, aus dem Weg. Ach, jetzt könnte ich mal die Karte gebrauchen. Die es hier leider nicht gibt. Na super. Na super. Ist natürlich hier... Was ist das hier für ein... Ja, halt, ich bin doch auf der richtigen Ebene. Meine Fresse, ich wäre beinahe da runtergefahren. Holla, die Waldfee. Boah, komm du, Diablo. Ja, mit denen kriegen wir, glaube ich, auch noch Stress. Aber erst nachdem wir die Mission für die gemacht haben. Da gibt es nämlich eine Nebenmission für Diablos. Für, ich weiß nicht, wie heißt der? Es gibt einen Charakter, der heißt King Courtney. Aber ich glaube, das ist
von einer anderen Gang auf einer anderen Insel. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Dings sind. Also in die Yadis. Krankenwagenfeuer, okay, ist gut, dass du mir das sagst. Und dann gibt es ja noch eine Gang. Ja, die sind auf Staunton und dann gibt es noch eine Gang. Weiß nicht, wie die heißen. Auf Shoreside Vale. Aber ist auch egal. Wir müssen hier lang. Oh, der drückt uns ja klar gleich die Klinke in die Hand hier. Komm her. Darfst vorne einsteigen. Fein, mein Guter. Mein Guter. Ja, wir haben jetzt die 20 Minuten überschritten, bei der 21 Minuten. Aber egal, ich mache jetzt trotzdem dieses Level noch fertig hier in der Aufnahme. Es sei denn, ich faile die Mission. Das würde natürlich heißen, dass ich direkt abbreche und im Level 12 wieder einschalte. So, wobei ich jetzt hier die nächsten drei Level wohl auch wirklich überspringe. Also offscreen mache. Weil ich will da jetzt keinen 35-Minuten-Part machen und ich schätze mal, dass es das dann werden würde. Ein 35-Minuten-Part. Also mindestens. Und das muss nicht sein, höchstens 30. Wobei ich eigentlich so mehr so Richtung 15 bis 20 Minuten bin. Aber hier geht's vorbei. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wobei ich eher so 15 bis 20 Minuten Parts mache statt 30 Minuten oder über 20 Minuten. Wobei eher sind, man kann eher sagen, 15 bis 25 Minütchen. So. Einen Patienten noch, den sammeln wir auf und liefern ihn ab und dann mache ich einen Schnitt. So. Komm, steig ein. So, es ist ja gleich hier um die Ecke, ist das Krankenhaus. Ich frage mich echt, warum. Es ist in Shoreside Vale auf jeden Fall auch so. Krankenhaus und Polizeistation an derselben Stelle. Okay. Gesundheits-Power-Ups wurden im Versteck angeliefert. Okay, sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt jeweils im Versteck meine Lebensenergie auffüllen. Und bekommt auf jeden Fall noch etwas, wenn man Level 12 absolviert hat. Aber hey, deswegen war das eigentlich ganz gut, dass ich das Level hier auch noch gleich gezeigt habe. Komplex. Weil sonst hätte man das ja gar nicht mal gesehen, was man da kriegt. Richtig. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt aber mache ich mal. Ich glaube, sonst kriegt man nichts mehr. Dann kommt nur noch. Kommt jetzt noch ein weiteres. Ich glaube, das nächste Power-Up kriegt man erstmal mal Level 12 hat. Okay, wir sehen uns dann also gegen Ende von Level 12 wieder. Bis später. So, hier bin ich nun wieder. Und zwar muss ich sagen, es war wirklich eine Tortur, hier Level 12 bis Level 12 zu schaffen und dann Level 12 auch noch absolvieren. So wie jetzt endlich. Krankenwagenmission beendet. Gerettete Menschen 78. So, was haben wir hier noch? Fehlt noch irgendwas? So. Also, du wirst beim Laufen nie ermüden. Jawohl, juhu. Ja, zwischendurch, ich muss sagen, direkt als ich abgebrochen habe, das ist genau das nächste Level. Kann das ja mal kurz zeigen, das muss ich jetzt einfach zeigen. Es hat mich so angepisst, dass das passiert ist. Da ist ein Patient, war hier hinten. Mal gucken, wo das genau ist. Muss doch hier eigentlich, oder, hä? Moment, da müssen wir nochmal kurz um die Ecken fahren. Muss hier irgendwo sein. Da ist, genau, hier. Da vorne auf diesem, ich glaube, es ist ein Basketballplatz. Hier,
Basketballplatz, umzäunt. Da steht ein Patient drin. Wie zum Geier soll ich den holen? Da gibt's Rampen zum Reinspringen, man kann den Zaun wegfahren, aber es hat mich so viel Zeit gekostet, diesen scheiß Patienten einzuladen, dass mir die Zeit abgelaufen ist. Ja, und das, oder was war, ja, das war da, und, oder war das im zweiten Versuch? Keine Ahnung, im zweiten Versuch ist mir dann auch nochmal die Zeit abgelaufen, in Level 12 allerdings. Und was noch, ja, ich fahr mal nach Hause, denn wir haben, ich habe beim zweiten Versuch bei Level 7 oder so, dann das zweite Item geschenkt bekommen. Und zwar die Adrenalinpille. Da fahre ich jetzt gerade mal noch nach Hause und zeig die kurz. Und was noch? Ja, ist wirklich eine Tortur. Ich habe das jetzt. Ja, ich habe es dann abgebrochen nach dem dritten oder vierten Versuch. Und habe ein paar Tage gewartet und habe es jetzt nochmal gemacht, heute Morgen gemacht. Und ich muss sagen, ich habe da rumgesessen und bestimmt 5, 6, 7 Mal die Mission scheitern lassen, weil ich ja einen Patienten überfahren habe. So eine dumme Scheiße, echt. So, was haben wir hier eigentlich? Jedes Fahrzeug, das in diese Garage abgestellt wird, wird natürlich aufbewahrt, wenn das gespeichert wird. Jawohl, was haben wir hier? Geht durch den Eingang, ne? Ja, während einer Mission kann ich nicht speichern, klar. Gut, hier sind, ja, Herzchen und eine Ranilbrille, ja, die verlangsamt das Gameplay. Also, ich laufe hier jetzt ganz langsam. Ja, egal. Also, nun endlich die Sanitätermission geschafft. Ja, und im nächsten Part, gehe ich zu, Moment, ich speichere jetzt erstmal hier kurz. Zack. Und wer ist? Ah, J, das J, Joey, das ist Joey Leone, glaube ich sogar. Der Sohn von dem Don. Also, im nächsten Part, bei Joey Leone. Macht's gut und ciao.